Oh. Und der hat eine Special-Animation. Special! Willkommen im Hangar. Wenn du das Luftschiff nutzen willst, brauchst du ein Flugticket. Es ist ein einmaliger Kauf. Du kannst so viel reisen, wie du willst. Mit nur einem Ticket. Das ist ein echt schlechtes Geschäftsmodell. Es ist ein spezielles Angebot. Nur für Thelma. Hol dir jetzt dein Ticket. F! Also, aktuell brauche ich ungefähr 1000. Wow. Ich habe vergessen, wie groß das ist. Bist du auf dem Weg zu den Trauminseln? Bist du dir da ganz sicher? So viel Thema unterschätzen, wie schwer es ist, einen Drachen zu fangen. Ich kann dir etwas verkaufen, das dir ein wenig helfen wird. Sie selbst. F! Ha, Drachenpfeifen sind ziemlich selten und haben ihren Preis, aber sie werden deine Chancen verbessern. Das verspreche ich dir. Mehr als ein Tausender. Das ist safe. Vergiss nicht, wenn du dich beim Fliegen nicht... Vergiss nicht. Wenn du dich beim Fliegen nicht unwohl fühlst, machst du was falsch. Nix? Unwohl fühlen? Dann... Ist es falsch? Was? Also so in Richtung sorglos sein? Okay. Das ist also Paum, oder? Mittelmäßig. Ah, nein. Nicht schon wieder. Puh, Netzo Airlines hat schon wieder mein Gepäck verloren. Sie haben meinen Flug um 3 Stunden verschoben. Ihr Wi-Fi ist so langsam. Oh Mann, das mit dem Gepäck tut mir weh. Sonst... Was? WTF? Was hast du für Song dann? Hey, kannst du schon Warpstein benutzen? Denn sonst müsstest du das Luftschiff wieder nehmen, um nach Paaren zurückzukehren. Oh, dieses Luftschiff, was für ein Wunder der Technologie. Aber das war ein Wunder, sind die Dracheninseln. Eine ganze Stadt schwebt dort oben. Wow. Ja. Wow. Ich wünschte, ich wäre ein Thema. Auf die Weise könnte ich stattdessen einen Warpstein benutzen. Alle beschweren sich über Nexo Airlines, aber ja, sie sind schon. Sorry, ich habe was faszinierendes bei der Stimme gesehen. Sorry, dude! Ich bin mit der Erwartung des Luftschiffs fertig. Und dieses Mal habe ich nur ungefähr 7 Schrauben verloren. Ha! Help! Oh. Soll man das machen? Ich denke mal nicht. Hallo, hallo. Heute haben wir nur ein paar Schrauben verloren. Ein guter Tag, um mit dem Luftschiff zu fliegen. Okay, wer hat euch eingestellt? Wahnsinnige. Übrigens, sag ich schon fix nicht. Ich hab dafür ein bisschen Textur. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen verschwunden, die Textur. Ach du Kacke, das sieht wirklich schlimmer aus, wenn ich mir den länger ansehe. Der Turm! Okay, da ist nicht alles. F. Die Tarnisse sind eine friedliche Region. Fast so sicher wie Paar. Vielleicht sollte ich dorthin ziehen, aber es ist schwer, mich dazu zu überwinden. Oh, viele Themen reisen nur, um Drachen zu fahren. Sie verstehen nicht, dass Drachen auch Nachteile haben. Zum Beispiel sind ihre Verteidigungswerte nicht so großartig. Ja, das stimmt. Aber ein Drachen im Team zu haben, kann als großer Stärkehelfer sogar dienen. Also so unfähig sind Drachen nicht. Außerdem würde ich Drachen fangen für den Dex. Also,
bin ich auch nicht gerade besser. Müllhaufen! Müll, Müll, Müll! Ich bin Müll! Yay! Ich bade im Müll, weil ich Müll sammel. Ich hasse diesen Tempel da. Ich hab gecheckt, ob hier Müll ist. Nicht schon wieder, Blondie. Oh, hab ich schon. Fantastisch, du hast gut Arbeit geleistet, mir gefällt. Baum ist so viel schöner, oder nicht? Er sieht genauso aus wie vorher. Sei leise, Idiot! Noch ein Kammerschlüssel! Jedenfalls der Schlüssel, kann ich dir gegeben habe, ist ziemlich wertvoll. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Ich weiß jedoch nicht, was er öffnet. Muss aber ziemlich wichtig sein. Und Autosave ist aktiviert. Hallo, junger Timer, bist du das erste Mal hier mit leistungsstarken Himalaya-Salzklumpen? Kann unser kostenloser Heilservice dein nächstes Mal in kürzester Zeit wieder aufpäppeln? Warum versuchst du nicht, dein orangenes Haustier zu heilen? Oh, richtig, siehst du den Computer dort? Das ist die Speicherkonsole. Verwende sie, um deine nächste Mann einzulagern und mitzunehmen. Einen schönen Tag noch. Pass auf dich auf, mir Fan. Apropos, ich habe so getan, also als ich noch das erste Mal gespielt habe, alles wird in die Box und wahrscheinlich werde ich irgendwann mal sortieren. Halt die nächste Morgen. Das heißt, ja, offscreen. Aber dann. Ich hoffe, ich bekomme wie in Exo-Man 1 nicht einfach spontane Boss, während ich nicht aufnehme. Das wäre ziemlich sad. Aber so ist das Leben halt. Ich hoffe, es gibt nicht schon wieder solche Fail-Rewards. Weil ich hätte es gerne aufgenommen. Aber die sind nur aufgeploppt wie Neustart des Games. Wenn dein gesamtes Team besiegt wurde, kannst du dein zuletzt gespeichertes Spiel neu laden. Oder von einem nahegelegenen Kontrollpunkt aus neu gestarten. Die meisten Städte wurden von den Tyrannen zerstört, aber die Gilde versucht immer noch, kleine Lager auf der ganzen Welt zu errichten, um Heilungen zu ermöglichen. Ohne sie hätten unsere Thema da draußen keine Chance. Wenn man so eine gute Strategie hat, braucht man nicht mal Items. Wenn dein Team voll ist und du ein neues nächstes Mal findest, wird eines davon in die Speicherkonsole geschickt. Warum können wir nicht mehr nächstes Mal gleichzeitig tragen? Niemand weiß es, manchmal ist die Natur einfach komisch. Kurz und knapp, es wird gesagt, nur 6 Nexomon. Und sonst habe ich sonst keine Erklärung. Einige Nexomon können sich nach Erreichen eines bestimmten Levels in ihre neue Form entwickeln. Du kannst ihre Infektionsstufe ermitteln, indem du in deiner Tatenbahnach schaust. Was versehen. Sprich mal am besten die Statue an. Ulsei erlegt Omnicron. Ja, Ulsei ist auf jeden Fall gut nachgeahmt. House time! Loot time! Yes! Geld gespart. Yes! Feier nächste Trap. Noch mehr Geld gespart. Und Erscherm. Suchst du das Labor, um ein paar Kerne herzustellen? Folge einfach unserer Straße noch nur und du wirst auf einem Platz voller Nerds treffen und
muss nur das Gebäude in der Mitte betreten. Aha, nass wurde. Puff. Puff, und Parum ist ja nett und so, aber ich kann das Leben in der Kurstadt nicht aushalten. Das heißt, New Ignitia sei nicht so schlimm, aber es ist wohl anfällig für Tyrannenangriffe. Warum ist die Gilde denn? Warum hat die Gilde die Tyranten nicht schon lange besiegt? Vor dir liegt das Forschungsviertel. Fortgeschrittene Thema gehen dorthin, um ihre nächste Mal zu verbessern. Einbruch! Einbruch! Keine Rauschmist? Haha, dann nehme ich euch ihre Münzen. Ich habe gehört, du hast verschiedene Städte und Händler unterschiedliche Waren und Preise haben. Manchmal hängt es sogar von deinem Gildenabzeichen ab. Bäh. Der Handel mit anderen Dämonen auf der Straße ist ziemlich schwierig. Du wärst überrascht, wie viele tolle Angebote du dort finden kannst. Apropos Angebote. Geldliche Angebote brauche ich auch. Es ist so, dass es in der Stadt eine Art Heimwald gibt. Anscheinend können nur Wissenschaftler ihn betreten. Das ist nicht fair. Was machen die dort überhaupt? Viele Menschen haben Betten in nahegelegenen Höhlen abgebaut und anschließend an das Forschungsviertel abgeliefert. Sie erstellen Kerne, um die Werte von nächstem Mal zu verbessern. Und ja, die Werte sind auch sogar wichtig. Noch mehr Geld sparen. Es ist nicht angenehm, an diesem Ort zu leben. Die Menschen hier arbeiten Tag und Nacht. Es ist super laut. Warum wird immer voller? Irgendwann müssen wir ausbauen. Das wird nicht gleich jeder, der einen Fuß nach draußen setzt, wird von Nettemann angegriffen. Wenn ihr in das Gras geht. Mann, oh. Ich bin ein Spitzenwissenschaftler geworden, indem ich all meine Arbeiten das Wort Quantum verwendet habe. Niemand weiß so richtig, was das bedeutet, aber es klingt klug. Aha, du Betrüger! Pfui, es gibt Leute, die unsere Arbeit nicht schätzen. Wir sind diejenigen, die den Kern erfunden haben, um den Tämmern der Gilde zu helfen. Wir haben die Warpsteine erschaffen und die Leute nennen uns einfach Nerds. Was auch immer, Nerd. Alter, das ist nicht nett. Okay, ungefähr hier. Kanzwald ist direkt dort drüben. Der Zugang ist jedoch nur Gildenwissenschaftler erlaubt. Wusstest du, dass die Dracheninsel von unseren Wissenschaftlern erschaffen wurde? Ich glaube, das ist bei weitem der größte Erfolg der Gilde. Wir haben sie das geschafft. Was ist dort? Er ist in Ordnung, denke ich. Die Gilde lebt ihre ausgefallenen Waffen, aber in Nateria nutzen wir die Methoden der alten Schule, Tyrannen zu bekämpfen mit unseren bloßen Händen und massiven Kanonen. Das muss ich jetzt irgendwie betonen. Es sind Kanonen! Die Gilde verlässt sich auf das Forschungsviertel, neue Wege zu finden, um die Tyranten zu besiegen. Es gibt Gerüchte, dass in den nächsten Wochen eine Superwaffe angekündigt werden soll. Was könnte das sein? Elementarscher haben die fantastische Eigenschaft für Forschungszweck. Jeder Wissenschaftler braucht sie dringend. Du bist ein Abenteuerfreund, ja? Nun, ich bin ein großzügiger Gönner. Genau. Wir sollten ein gutes Geschäft machen. Die Liste der Scherben, die ich benötige, ist ziemlich lang, aber deine Vergütung wird das auch sein. Pass auf. Okay, das war ein guter Deal. Wunderbar, danke für all die Scherben hier. Dadurch wird meine Forschung den anderen Wissenschaftlern meilenweit voraus sein. Ha! Die Wissenschaftler verlassen dieses Gebäude nur selbst. Ich habe gehört, dass sie etwas Großes planen. Du darfst dich gerne umschauen, aber bitte stör die Wissenschaftler nicht.
mit ihrer neueren Erfindung könnten die Gilde der Tyranten tatsächlich besiegen. Schermauer und ich kommen aus allen Ecken, um hier Körner zu synchronisieren. Sie wirken Wunder, aber sie sind nicht billig. Die Zeit läuft uns davon. Wenn die Wissenschaftler keinen Weg finden, die Tyranten zu zerstören, hält Paul möglicherweise nicht mehr lange durch. Aber was sollen wir tun? Nur zur Info, die Statue erinnert mich an meinen Starter von Nexomon mal 1. Ziemlich stark. Abgesehen von diesem Flügel hier. Hier, diesen Flügel beispielsweise. Der Fluch von Hilda ist eine schreckliche Plage, die Menschen in Geister verwandelt. Die Wissenschaftler warum arbeiten Tag und Nacht daran, einen Weg zu finden und um zu helfen. So, ich bin den ganzen Weg von der Zitadelle der Unsterblichkeit gekommen, um zu sehen, ob die Wissenschaftler einen Weg finden können, meinen Fluch aufzuhören. Ich habe Vertrauen in sie, aber wie lange muss ich noch warten? Eine Menge Geister kommen nach vorn. Sie haben die Hoffnung, dass wir ihren Fluch aufheben können. Aber wo fangen wir überhaupt an? Wir haben keine Ahnung, wie wir ihnen helfen können. Ich gehe mal durch die Haustür hier rein. Quest! Und, Alter, wie viele Leute sind hier überhaupt? Ich hab's ganz vergessen. Hast du Clave schon getroffen? Der Kerl wird sämtliche Scherben kaufen, die du ihm bringst. Aber bevor du das tust, solltest du herausfinden, ob es jemand gibt, der sogar bereit ist, dir eine Prämie für deinen Scherben zu zahlen. So wie ich. Natürlich hast du mir etwas mitgebracht. Ich habe gefühlt alles. Gut, damit ich nur nebenbei die gefarmt habe, auf Screen, als ich sie gesehen habe. Zufällig. Aber laut meiner Erinnerung gibt es einen besseren Ort, die Scherben zu sammeln. Danke für die Scherben. Ich weiß das zu schätzen. Es gibt immer einen besseren Weg, Scherben zu verwenden, als sie einfach an Clave zu kaufen. Sprech ihn mal an. Okay, du bist sogar wichtig genug. Du bist gekommen, um Kerne zu synchronisieren. Lass mich helfen. In Ordnung, dann lass uns synchronisieren starten. Okay, ich muss mal schauen. Also Dreier will ich am liebsten haben. F. Ich hab nix. Also, so viele Leute sind doch ein bisschen zu viel zum Quasseln. Ja, ist das hier... Oh ja. Die Zugangskarte. Der autorisierte Personal, die wissen... Bisschen Welt dann... Bah, Dingsbaum. Wo können wir eine Zugangskarte bekommen? Leider, aber nur Wissenschaftler kommen. Zugriff drauf. Sogar Gildenthema ist sowieso verboten. Ich fürchte, du kannst den Wald erst betreten, wenn du unsere Nachforschungen abgeschlossen sind. Ich frage mich, ob es in diesem Feld Höhle mit schönen Scherben gibt. Vielleicht hat die Gilde einen riesigen Haufen Scherben gefunden. Und deshalb lassen sie uns nicht rein. Es ist so unfair. Warum dürfen Zivilisten nicht in den Wald gehen? Es ist ja nur nicht so, als gäbe es Touristen dort oder so. Ich habe gehört, dass der Karlwald der Geburtsort von Ursa war, dem legendären Helden. Aus diesem Grund möchten viele Menschen den Wald besuchen. Wer möchte nicht mehr über Ursa fahren? Der Mann ist wirklich ziemlich bekannt. Loot. Warum kann ich da nicht durch? Loot. Eine Pfeife! Ich bin sowieso eine Pfeife. Sieht wichtig aus für später. Es gibt hier nichts zu sehen. Geh fort.
Nur Amelie und die Kursmeister dürfen diese Einrichtung benutzen. Oh, ich habe das jetzt erst gesehen. Was ist los? In diesem Reich gibt es nichts Nützliches für dich. Bitte geh zurück in die Stadt. Ich habe nur... Was ist das normal? Anscheinend schon. Warte mal, warte kurz mal an ihn. Nö. Geh jetzt zurück, dieser Ort ist tabu. Hier sind nur bestimmte Themen erlaubt. Bitte verschwinde hier. Hier gibt es nichts für dich. Dieser Bereich ist verboten. Die Wachen hier mögen es nicht, wenn sie in dieser Gegend herumschnüffeln. Aber was ja? Bewachen sie überhaupt? Da ist nichts. Dieser Ort ist faul, oder? Was ist mit all diesen Wachen los? Sie stehen einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht nur rum. Die Leute sagen, dass Großmeister ein seltsames U-Boot benutzen können, das ab und zu hier auftaucht. Aber wohin fährt es? Ich möchte Großmeister werden, nur um es herauszufinden. Ich denke mal, was gerade genannt wird, hat wohl später vielleicht Priorität. Oh! Warum bist du hier extra? Scheinbar ist das hier auch irgendeine Art medizinisches Gewalt. Wir sollten jemanden damit beauftragen, deine Schleuderprobleme zu untersuchen. Ah, Verzeihung, hast du gerade etwas Zeit für mich? Wusstest du, dass die Nesmon heute ganz anders sind, als sie von vor tausenden Jahren? Wäre es nicht irgendwie erstaunlich, wenn wir sie zurückholen könnten? Habt ihr Jungs sie geklont? Vielleicht wollt ihr sie erstmal ansehen. Wie wäre es mit einem kurzen Kampf? Früher war ich allerdings ein ziemlich gutes Thema. Ja, lass kämpfen. Also gut, lass mich dir meine Kreation zeigen. Erinnert mich an das Nexomon? Ich hab vergessen zu heilen. Nur zur Info, ich habe... das erinnert mich an den Pflanzenschalter von Nexomon 1. Nur in Spacey. Okay, ich nehme dann mal das Item. Oh. Ja, kann man gleich wegmachen. Au. Kritisch. Definitiv mein Starter von damals. Und ist auch noch Wind. Nice. Aha, dich kenne ich auch. Wow, du bist wirklich gut da drin. Diese Monster sind wirklich cool. Gibt es einen Weg, auf welche zu vollkommen? Hehehe, jupp, sicherlich könnt ihr. Tatsächlich kann jeder ihnen begegnen, weil ihr sie geflohen seid. Was? Du musst mir helfen, mir fehlen meine Amelie. Wenn Amelie erfährt, dass ich einen Haufen alter, radioaktiver, mutierter, kranker, geklonter Nexmon in die Welt gelassen habe, wird sie durchdrehen. Jeez. Also, wie finden wir sie? Ein besonderer Köder, solange ihr den bei euch habt, finden sie euch in der Welt.
aber es ist ein bisschen teuer, es herzustellen. Wenn ihr die Finanzierung übernehmen könnt, kann ich euch sicher etwas geben. Bitte versteht mich. Ich kann nicht einfach die Gilde darum bitten. Ja, ich werde dir helfen. Sorry. Ich muss Geld fahren dann. Ich bin in euer Haus und werde dir rausgeschmissen. Onigiri. Betonung, ich habe, soweit ich weiß, noch nie eine Onigiri gegessen. Ich habe aber mal irgendeine Art Reisballgericht gegessen, aber das ist schon länger her. Und die Reise dahin war auch nervig genug für mich. Ja. Also Onigiri an sich, so wie das aussah, habe ich nie gefuttert. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Aber ich kann jetzt auch wirklich dazu nichts sagen. Weil es ist schon wirklich etwas länger her. Ich werde der Gilde beitreten, wenn ich älter bin. Ich werde Tyranten jagen, Drachen fangen, andere Themen herausfahren und ihr Geld gewinnen. Guck mal, kein Kommentar? Ich bin enttäuscht. Ein bisschen. Ich bin gerade von der Tyria nach Pongen gezogen. Die längste Zeit dachte ich, dass Latyria ist der sicherste Ort der Welt. Aber sieh, die Paruman, es ist atemberaubend. Ja. Kiste. Haus. Kosmisches haben wir da. Und was macht das dann? Es wird gesagt, dass diese Chanceverweise sehr eigenartig. Give me! Oh, ich kann's nicht ankern. Aha. Die Chance ist automatisch verbessert. Sorry, ich. Ach, jetzt kapiere ich den Namen. Weil hier in Nexomon 2 gibt es ja so eine Art Shiny-Version, also andersfarbige. Und die heißen Kosmos, wenn ich richtig weiß. Und darauf ist das Amulett angespielt. Das heißt Shiny-Chancen, wunderhört. Und ich kapiere es erst jetzt, nachdem ich diesen NPC angeredet habe, aber noch nicht Text gelesen habe. Toll! Ich habe gehört, dass nicht jeder Tyrant böse ist. Euros. Okay, das ist unser Grund. Euro schläft lieber den ganzen Tag und hat nichts dagegen, wenn Touristen Fotos von ihm machen. Oh ja. Ach, komm schon. Mach die Tür auf. Let me in. Ich muss noch euer Haus durchsuchen. Oh, Loot! Okay, die Wand sieht ein bisschen futuristisch aus. Irgendwie. Jedenfalls wirkt es auf mich. Und der Fernseher sieht so alt aus. Aber irgendwie auch futuristisch. Keine Ahnung, irgendwie so ein merkwürdiger Mix für mich. Alt, aber auch ein bisschen neu. Bestimmt liegt es an den Rundungen. Ja, an den Rundungen und an der Farbe. Großmeister erhalten mit Sicherheit die krassesten Vorteile. Einer davon ist ein persönliches Sofisch. Aber warum? Wir haben doch schon die Wabsteine. Tradition? Wenn du einen Tamer besiegst, kannst du ihn später noch herausfordern.
Er wird wahrscheinlich stärker geworden sein. Also sei bereit für einen harten Kampf. Oder ich dann wieder einfach in den Boden. Uff, ich würde so gerne drauf fangen gehen. Aber ich habe Höhenangst und halte es da oben nicht aus. Ich wünsche einen Drachenkämmer einfach hier runter. Vertrau mir, das willst du nicht.